Hallo, da sind wir wieder bei Good Spell, Good Games, Good Gaming. Hallo liebe Gaming-Freunde, wir kümmern uns heute wieder um ein weiteres Achievement in Metro 2033. Das Achievement hat den Namen DJ Artyom, also unser Hauptcharakter, den wir die ganze Zeit spielen. Und zwar ganz wichtig an dieser Stelle ist, ihr bekommt in Akt 4, also in der Verteidigung der Station, nachdem ihr die Station gegen die ganzen Monster verteidigt habt, gibt der Commander euch eine Audiokassette. Kennen wahrscheinlich viele nicht mehr. Also kein MP3-Stick, sondern er gibt euch eine Kassette. Und diese Kassette müsst ihr auf jeden Fall mitgenommen haben an dieser Stelle. Wenn nicht, müsst ihr leider nochmal zurück in... jetzt stolpert ich mir eins zurecht. Meine Güte, furchtbar. Ihr müsst zurück in Akt 4. Euch die Kassette nehmen. Dann dieses hier findet gleich statt im 6. Akt, und zwar gehen wir hier über diesen kleinen Bagger, auf dem ich mich hier gerade befinde, müssen wir das Dach dieses Hauses erklimmen. Der Weg ist generell sehr, sehr wichtig, weil ihr bekommt nämlich hier später, dort wo wir den Erfolg holen, auch nochmal die Möglichkeit, euch einen weiteren Erfolg zu holen. Und zwar den Inquisitor, wo ihr zwei Dämonen für töten müsst. Und ihr habt nämlich die Stelle, da wunderbar zwei Dämonen, die ständig vor euch landen, die bieten sich gerade dazu an, einfach weggenuckt zu werden. Wir sehen hier gerade, wie ich die Leiter nochmal runterkriege, und zwar liegt das auch daran, dass ich einfach das Gespräch der Wachen auf jeden Fall zu Ende mithören möchte. Weil auch dafür, wissen wir, gibt es ja das erleuchteten Achievement. Deswegen hier nochmal die Leiter runter und jetzt aufs Dach, um die Kassette abzuliefern. Der Kommandant hatte uns ja gebeten, seine Nachricht zu verbreiten, damit die Leute wissen, was los ist. Und gleich hier vorne sehen wir auch schon... Na, ich nehme jetzt hier erstmal die Granaten mit, die brauche ich gleich noch für die Dämonen. Und da ist der Kassettenrekorder. Kassette rein. Einmal auf X drücken, sprich auf Play. Und seine Nachricht wird verbreitet und der Erfolg ist für euch freigeschaltet. Wie gesagt, anschließend werdet ihr diese Sequenz nochmal in dem Achievement Guide zu Inquisitor sehen. Weil direkt jetzt hier, nachdem der Erfolg freigeschaltet wurde, seht ihr es hier nochmal, hier landen zwei Dämonen in regelmäßigen Abständen. Dass ihr die also wunderbar mit einer Sticky Grenade einfach ausschalten könnt und euch den nächsten Erfolg einhandelt. Das ist schon der erste. Und das werden wir dann im nächsten Achievement Guide machen. Ich danke wieder für euren Besuch auf meinem Kanal. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. So long, goodbye, euer Good Spell.